Thank you.
Herr Staatsminister Rinkevich, sehr geehrter Herr Staatsminister Dulich, sehr geehrter Herr Bürgermeister Roksch, sehr geehrter Herr Landrat Vogel, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Einwohner und Gäste der Berg- und Annaberies-Stadt Annaberg-Buchholz, liebe Teilnehmer der Abschlussbergparade des 6. Landesverbandes der Bergmannshütten- und Knappenvereine. Wie schon viele Jahre zuvor haben wir wieder zum Abschluss des Bergjahres eine eindrucksvolle Parade in der Bergstadt Annaberg-Buchholz erlebt. Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen damit eine Freude bereiten konnten. Wir glauben, dass das eine sehr stimmungsvolle Einstimmung auf das nun unmittelbar bevorstehende Weihnachtsfest ist. Im Rahmen des Vorstandes des 6. Landesverbandes der Bergmannshütten- und Knappenvereine danke ich allen, sowohl von der Bergstadt Annaberg-Buchholz als auch vom 6. Landesverband, die an der reibungslosen Vorbereitung und Durchführung der Parade mitgewirkt haben. Ebenso herzlich danke ich den zahlreichen Besuchern, deren Begeisterung uns immer wieder motiviert, solche Veranstaltungen durchzuführen. Genauso gilt mein Dank auch allen, die diese eindrucksvolle Parade finanziell ermöglicht haben und hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt. Als Sächsischer Landesverband haben wir in der Adventszeit 12 Bergparaden durchgeführt und damit Zehntausende von Besuchern begeistert wie jedes Jahr. Im Namen der etwa 700 Teilnehmer von 36 Berg- und Hüttenknappschaften, darunter unsere langjährigen Freunde aus Medenetz, Tschechische Republik, die seit diesem Jahr Mitglieder des 6. Landesverbandes sind, und Gästen aus Saarlouis, Frau Laudern, Saarland, mit ihrem Präsidenten Klaus Jury an der Spitze, herzlich willkommen, sowie der über 300 Musiker von Berg- und Hüttenkapellen, wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr. Wir haben uns nunmehr zum Abschlusszeremoniell versammelt, das gemeinsam von den teilnehmenden Berg- und Hüttenkapellen unter Leitung des Landesbergmusikdirektors Jens Brettschneider gestaltet wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Damen und Herren, gerade hörten Sie das überlieferte Stück »Herr, der du meine Pfade lenkst«, dessen Autor uns leider nicht bekannt ist. An dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, dass die heutige Parade mit knapp 1000 Trachtenträgern zu den größten in ganz Deutschland zählt. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir nicht nur die Knappschaft aus dem Saarland hier begrüßen dürfen, sondern aus Sachsen-Anhalt, aus Thüringen und nicht zuletzt der tschechischen Stadt Medenetz. Ein herzliches Glück auf! Und wir können von hier auch Grüße nach ganz Deutschland schicken, dank dem MDR-Fernsehen und zahlreicher weiterer Rundfunkstationen. Als nächstes wird für Sie der Jöstädter Bergmarsch erklingen. Der erzgebirgische Volksmusikant und Kantor Ernst Maschke komponierte diesen Marsch für die Jöstädter Brüderschaft Mitte des 19. Jahrhunderts. Dort wird er alljährlich zur Bergparade am dritten Pfingstfeiertag intoniert. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Sind wir auch fast schon am Ende unseres großen bergmännischen Abschlusskonzerts angelangt, denn nach dem nächsten Titel werden die Bergleute zum Abmarsch kommandiert. Doch vorher möchte ich Ihnen noch einmal alle mitwirkenden Bergkapellen vorstellen, die, denke ich, jeder Einzelne einen großen Applaus verdient hat. Wir danken dem Bergmusikchor Frisch Glück an der Bergbuchholz-Frohnau unter der Leitung von Bergkamerad Uli Mann. Wir danken den Bergmännischen Musikvereinen aus Jöstadt-Krumbach mit Bergkamerad André Zinn und aus Ehrenfriedersdorf unter der Leitung von Bergkamerad Uwe Wendler. Ebenso
konnten Sie das Musikchor der Stadt Olbernhaufen unter der Leitung von Bergmusikmeister Jens Kalthofen hören, sowie die Bergkapellen aus Pobershau mit Bergmusikmeister Uwe Baldauf, die Bergkapelle aus Schneeberg unter der Leitung von Bergmusikmeister Reinhard Georgi und die Bergkapelle aus Thun unter der Leitung von Bergkamerad Volker Kies hören. Der Hüttenkapelle aus Öderer unter der Leitung von Bergkameradin Carmen Fuchs. Und nicht zuletzt vielen Dank dem Landesbergmusikchor Sachsen-Schneeberg unter der Leitung von Landesbergmusikdirektor Jens Brettschneider, der auch die musikalische Gesamtleitung des heutigen Konzerts hatte. Vielen Dank. Im Namen des Sächsischen Landesverbandes möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Heimreise und eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit. Und nun viel Vergnügen mit dem Thumer Bergmarsch von Eberhard Anger. Große Sächsische Bergbehörde zum Ausmarsch, Achtung! Rechts um, im Gleichschritt, Marsch!